Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Genauer gesagt, willkommen zurück zu einem neuen Make-up und Lifestyle-Haul von mir, denn ich war in den letzten Wochen doch wieder ein bisschen fleißiger und habe mir das ein oder andere Produkt aus den Kategorien Lifestyle und Beauty geholt. Ich muss sagen, ja, es sind einige Make-up-Produkte dabei, aber ich hatte erst gestern den Fall, dass ich mir ein Produkt bestellt habe und ich hatte die Wahl zwischen Versandkosten oder eben noch mehr in den Warenkorb legen, um eben auf den versandkostenfreien Versand zu kommen. Ich habe nichts gefunden. Also zumindest nicht in der Preiskategorie, wo ich mir gedacht habe, okay, es lohnt sich Geld auszugeben, damit du nicht den Versand zahlen musst, was total schwachsinnig ist, da sind wir uns alle einig. Aber ich habe tatsächlich nichts gefunden, sodass ich dann wirklich die 4,95 Euro Versandkosten gezahlt habe. Also Beauty ist aktuell, auch wenn ich trotzdem das ein oder andere Produkt heute habe, ja, da bin ich nach wie vor noch so ein bisschen übersättigt, muss ich sagen. Von daher, ja, bin ich ganz froh, dass ich heute noch das ein oder andere Lifestyle-Produkt für euch habe. Und ich habe eigentlich schon gesagt, was ich sagen wollte tatsächlich. Von daher würde ich das Intro an dieser Stelle auch schon einmal beenden. Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich für euer Einschalten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem kleinen Haul. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir diesen Haul einmal ganz klassisch mit einem Make-up-Produkt beginnen, denn ich habe mir ein Produkt gekauft, was jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht so in meinem Beuteschema ist, um ehrlich zu sein, denn ich habe mir einen Gloss gekauft. Genauer gesagt habe ich mir einen Buttergloss von NYX in der Farbe Cinnamon Roll gekauft. Glosse sind nicht meins, also ihr seht in meinen Hauls, in meinen Videos, in meinen Make-up-Sammlungsvideos eigentlich so gut wie keinen Gloss, da ich Gloss auf den Lippen leider überhaupt nicht mag. Ich mag es vom Effekt her, also ich liebe es, wenn andere Leute wirklich richtig schön juicy, plumpige, flüssig aussehende Lippen haben, aber an mir selbst mag ich es nicht und ich finde es halt ultra unpraktisch, gerade wenn man draußen ist, der Wind weht einem die Haare auf die Lippen. Ja, und jetzt sitze ich hier und halte euch einen Gloss in die Kamera, denn über die Butterglosses von NYX habe ich bisher tatsächlich nur Gutes gehört und ich fand die Farbe einfach schön. Also ich bin ja sowieso ein großer Verfechter von, ja, so kalten, nudigen Lippen und Cinnamon Roll habe ich tatsächlich auf einem Make-up-Foto gesehen und ich glaube, das könnte eine richtig, richtig gute Farbe sein. Fühlt sich auf dem Handrücken jetzt schon mal sehr dick, sehr zäh tatsächlich an. Hier haben wir einmal die Farbe. Es handelt sich um ein, ja, kühles Braun, würde ich sagen. Und das ist eben genau das, was ich tatsächlich so gerne trage. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich hatte einmal einen Gloss von NYX bei mir zu Hause. Den gibt es aber nicht mehr. Also wahrscheinlich war ich doch nicht so zufrieden damit. Aber wahrscheinlich habe ich es einfach vergessen. Für den Moment freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich diese Farbe bei mir zu Hause habe. Machen wir mit einem Produkt weiter, welches richtig wehtut. Tatsächlich auch wörtlich zu nehmen. Denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich hatte in den letzten Videos immer mal wieder einen wirklich fiesen Ausschlag auf meinem Hals. Und leider durfte ich feststellen, dass ich auf einen Duft allergisch bin. Das hatte ich in meinen 34 Lebensjahren noch nie. Ich habe noch nie empfindlich oder eben allergisch auf einen Duft reagiert. Und jetzt, ja, ist es leider passiert und ich finde es super blöd, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich einen neuen Duft geholt, da ich mein The Only One von Dolce & Gabbana aufgebraucht habe. Und ich dachte mir, hey, probierst du mal was Neues aus und mit was werde ich belohnt? Mit fiesem Ausschlag. Auf jeden Fall habe ich mir von Yves Saint Laurent das Black Opium in der Illicit Green Variante geholt. Black Opium, Illicit Green riecht eigentlich wie das Black Opium, nur dass es eben ganz am Anfang mit, ich weiß gar nicht, mit was es versetzt worden ist, mit Kaffee, Mandarine und Feige. Also ganz am Anfang riecht es doch noch ein bisschen anders und später kommt aber der klassische Black Opium Duft raus und ja, darauf reagiere ich allergisch. Also, oh, ich könnte mich so in den Hintern dafür beißen. Der Duft ist nämlich wundervoll.
Oh, das ist ein ganz, ganz toller Duft. Ich meine, das Original Black Opium finde ich schon hammermäßig und grandios, aber das hier mal abgesehen von dem wirklich, wirklich schönen Flakon, riecht das wirklich zum Sterben schön. Und ich würde anscheinend auch sterben. Also ich kriege wirklich fiesen Ausschlag an den Stellen, wo ich mir eben den Duft aufgesprüht habe. Nichtsdestotrotz werde ich ihn behalten. Ich werde ihn mir halt bloß irgendwie aufs Shirt sprühen oder irgendwo hin, wo keinerlei Haut ist. Denn ich reagiere wirklich auf die kleinste Berührung damit. Hatte ich noch nie. Was ich komisch finde, ich habe eine Parfümprobe gehabt. Ich habe den Duft ungefähr eine Woche getestet. Da hatte ich nichts, also zumindest nichts Erinnerliches. Ja, und jetzt ist es soweit, dass ich auf diesen Duft eben wirklich hochallergisch reagiere. Also ich muss wirklich sprühen und ein paar Stunden später habe ich einen ekelhaft juckenden, fiesen, roten Ausschlag an der Stelle. Ja, was soll ich sagen? Mir bricht wirklich das Herz. Das ist ein toller Duft. Ich werde ihn, wie gesagt, trotzdem verwenden, ihn ganz vorsichtig auf die Klamotten sprühen, weit von meiner Haut weg, denn der Duft ist wirklich, wirklich toll. Wir machen mit einem weiteren Lippenprodukt weiter, welches ich auch tatsächlich ein bisschen gesucht habe, da es immer hieß, dass die Farbe in meinem Rossmann verfügbar ist, aber irgendwie habe ich sie nie gefunden und dann war es ja aus den Augen, aus dem Sinn und ich habe die Farbe glücklicherweise per Zufall in einer komplett anderen Filiale bekommen. Und zwar ist das mein erstes Produkt tatsächlich aus der Maybelline Superstay Vinyl Ink Reihe. Das ist also ein langanhaltender, glänzender Lippenstift in der Farbe Witty. Ich finde die Farbe einfach nur wunderschön. Mit dem Namen assoziiere ich auch einige persönliche Sachen. Und von der Farbe her hat mir das flüssige Lippenprodukt auch tatsächlich sehr gut gefallen. Ich bin maximal gespannt. Wie gesagt, ich hatte noch nichts aus dieser Reihe, aber ich habe hier gerade einmal den Klebsi für euch entfernt. Das ist schon eine tolle Farbe. Irgendwas mauviges, sehr angenehm auf dem Handrücken. Sehr mauvig, altrosa, würde ich sagen. Das hier wäre einmal die Farbe. Hier kann man auch schon den, ja, schönen Glanz sehen. Ich bin sehr gespannt. Also, ich habe oder hatte keinerlei Berührungspunkte bisher mit dem Produkt. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Irgendwas ist hier anscheinend nicht ganz fest in diesem Produkt, aber das ist okay, solange es für mich funktioniert. Und ja, das ist einfach eine wunderschöne Farbe, an welcher ich nicht vorbeigekommen bin. Gefühlt zeigt kaum jemand diese Produkte in die Kamera. Von daher, ja, gehe ich jetzt einfach mal ganz voreingenommen, unvoreingenommen, Gottes Willen, unvoreingenommen an die Sache dran. Lasse mich überraschen, aber von der Farbe her gefällt mir das Produkt auf jeden Fall sehr. Der Superstay Lippenstift macht seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre, denn ich hatte gerade echt schon Probleme, den abzukriegen. Also der hat sich gerade schon wirklich so gesettet, dass ich wirklich gerade gut rubbeln musste, um ihn überhaupt abzubekommen. Also, ich bin mal gespannt, wie meine Lippen ja mit so einem langanhaltenden Produkt klarkommen werden. Aber wir wandern einmal zum nächsten Produkt. Ja, und hier bekenne ich mich wieder schuldig im Sinne der Anklage. Ihr wisst, ich darf arbeitsbedingt meine Fingernägel nicht lackieren und kaufe mir, ja, in einer Tour Nagellacke und ich bin tatsächlich wieder schwach geworden. Wieder bei Essie, wieder mit einem Lack, den ich eigentlich nicht gebraucht hätte, aber also irgendwie ist das anscheinend mein Pet Peeve, dass ich mir dauernd Nagellacke kaufen muss, die ich nicht verwenden werde. Aber die Farbe ist so schön, da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Und zwar von Essie wäre das einmal die wunderschöne Farbe Breathe In, Breathe Out. Siedelt sich irgendwo zwischen altrosa und lila an, würde ich sagen. Und das war einfach so eine Farbe. Ich habe Ewigkeiten überlegt, bin dann ohne ihn raus, bin dann am nächsten Tag nochmal hin, weil ich genau wusste, dass wenn ich ihn nicht mitnehmen sollte, ich es bereuen werde. Denn ich glaube, der hier war auch wieder Teil einer LE. Das heißt, wahrscheinlich bekommt man ihn aktuell leider auch nur online, weil die in den Läden ja doch immer relativ schnell, ja, aktualisiert werden. Aber der war einfach zu schön, als dass ich ihn hätte da stehen lassen können. Also ich mag ja solche
solche blassen Farben und das ist wirklich ein schönes, alt, blasses, altrosa, lila und ja, der musste einfach mit. Die nächsten beiden Produkte sind aber zur Abwechslung aus einer LE, die ihr aktuell tatsächlich noch bekommen solltet. Und zwar wären sie aus der aktuellen Hit the Beach LE von Rival Loves Me. Ich habe den Aufsteller gesehen und ich habe es irgendwie mit solchen sommerlichen, strandanmutigen Produkten. Also immer wenn ich sowas sehe, setzt bei mir irgendwas aus und ich muss es kaufen. Produkt Nummer 1 wäre einmal aus der Hit the Beach LE der Puderpinsel. Der ist wahrscheinlich noch, ja, so geht es. Ich mag die Pinsel von Rival Loves Me tatsächlich ziemlich gerne, beziehungsweise, nein, ich mag die Puder- bzw. Blushpinsel sehr gerne. Ich habe hier noch einen Asbach-Uralten aus irgendeiner Hexerei Witchy LE von Rival Loves Me und der hat sich tatsächlich zu meinem liebsten Blushpinsel gemausert. Also die finde ich wirklich richtig, richtig gut und als ich den hier gesehen habe, ja, über dieses eingedrehte goldene müssen wir jetzt nicht unbedingt reden, also das kriegt mich jetzt tatsächlich nicht so. Es ging mir tatsächlich um den Pinsel an sich, denn der hat eine gute Form, der ist ein kleines bisschen schmaler als der Puderpinsel, den ich gerade in Anwendung habe, aber ich dachte mir, dass ich damit vielleicht noch punktueller Blush auftragen könnte und ja, ich meine, fairerweise diese Mischung aus Gold und Türkis, die sieht schon schön aus, also ja, ich kam einfach nicht dran vorbei. Die kriegt ihr für wirklich kleines Geld aktuell bei Rossmann. Von daher, ja, fiel es mir nicht schwer, den mitzunehmen. Das nächste Produkt hätte ich mir eigentlich nicht aus eigenen Stücken mitgenommen, aber die liebe Claudia vom Kanal Belladonna This is Life hat mich so dermaßen und hardcore angefixt, ja, dass ich nochmal zum Rossmann getapst bin, um mir dieses Produkt ebenfalls mitzunehmen. Aus derselben Hit the Beach LE wie eben auch der Pinsel, ja, durfte noch die Lidschattenpalette bei mir einziehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also sie hat einfach so einen schönen Look mit dieser Palette geschminkt, der mich so umgehauen hat, dass ich mir dachte, für 3,50 Euro... kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ja, und da bin ich nochmal losgetigert, um mir eben die Lidschattenpalette zu holen. Ich habe eine von Urban Decay bei mir zu Hause. Ich glaube, die heißt Beached. Also auch wieder dasselbe Motto. Und die hat mehr oder weniger dieselben Farben komplett 1:1 bei sich drin. Aber ich habe es gerade schon gesagt, sobald irgendwie das Motto Strand ist, sobald Türkis mit im Spiel ist, sobald nudige Töne mit Blautönen kombiniert werden, setzt bei mir einfach was aus und da durfte eben noch diese schöne Palette mit. Und gerade für 3,50 Euro, selbst wenn die qualitativ jetzt nicht so der Hit sein sollte, kann man sich bei 3,50 Euro meiner Meinung nach eigentlich nicht beschweren. Von daher, ja, lieben Dank, Claudia. Rechnung geht an dich. Deinetwegen durfte diese Palette jetzt auch noch mit. Ich folge auf Instagram einem gewissen Malte Zierden. Malte ist ein Tierschützer, ein ja, Tieraktivist, der sich eben stark für Tiere einsetzt, für den Tierschutz und eigentlich ja, alles aufopfert, was er hat, um Tieren zu helfen. Und nebenbei hat er sich mit einer Taube aus seiner Nachbarschaft angefreundet. Und ja, die Love Story zwischen ihm und der Taube Oscar verfolge ich tatsächlich schon seit langer Zeit. Zumal ich zu den wenigen Personen gehöre, die Tauben tatsächlich cool finden. Also ich kenne eine deutliche Mehrheit, die ein großes Problem mit Tauben hat, aber ich finde Tauben klasse. Und als ich gesehen habe, Malte Zierden hat nämlich ein eigenes kleines Label, als ich gesehen habe, dass er Oscar-Socken rausgebracht hat, gab es für mich kein Halten mehr. Ich habe mir jetzt die Oscar-Socken von Malte Zierdens Level, nein, von Malte Zierdens Label Nö gekauft. Und so sehen
die Socken aus. Ich hoffe, ihr erkennt das einigermaßen, aber hier oben haben wir eben die kleine Taube Oscar richtig qualitativ hochwertig in diese Socke gestickt. Also das ist nicht aufgedruckt, das ist nicht geprintet, das ist wirklich da reingestickt, reingenäht, rein auch immer, was man damit macht, womit ich mich nicht auskenne. Aber sind das nicht tolle Socken? Das sind schön große Tennissocken. Hier hinten haben wir übrigens noch ein Bild von Oscar, wie er auf Maltes Fensterbrett wahrscheinlich sitzt oder daneben. Nee, er sitzt im Nebenfenster. Und ja, die beiden haben sich einfach angefreundet. Er besucht ihn immer auf seinem Fensterbrett, was Malte extra für Oscar eingerichtet und umgebaut hat. Er kommt, wenn er pfeift. Also es ist wirklich eine richtig schöne Love Story zwischen Malte und Oscar. Und als ich diese Socken gesehen habe, ja, war es einfach um mich geschehen. Also ich glaube, ich habe jetzt auch 13,99 Euro für dieses Paar bezahlt, was vollkommen okay ist. Also ich hätte sogar noch 20 Euro dafür bezahlt, weil ich die wirklich, wirklich schön finde. Die machen qualitativ vom ersten Eindruck her auch wirklich einen hochwertigen Eindruck. Ich meine, ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet, da er ja einfach sich so für den Tierschutz einsetzt und wahrscheinlich dementsprechend auch für den Umweltschutz, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, da das ja auch irgendwie so ein bisschen einhergeht. Von daher habe ich tatsächlich keine schlechte Qualität erwartet und ich bin mit meinen neuen Oscar-Socken wirklich, wirklich happy. Zu meinem letzten Produkt gibt es tatsächlich eine kleine Hintergrundgeschichte, denn initial hatte ich mich in eine Kette verliebt, die zu einem Schmucklabel gehörte, welches in der Zwischenzeit leider ja, geschlossen hat, welches es nicht mehr gibt. Und ich war leider viel zu langsam, habe diese Kette viel zu spät bemerkt und habe sie nicht mehr bekommen. Dann bin ich auf die Suche nach einem ähnlichen Motiv, nach einer ähnlichen Kette gegangen und bin bei Regal Rose hängen geblieben. Regal Rose macht tatsächlich eher so Gothic-Schmuck, würde ich sagen, oder Gothic-angehauchten Schmuck. Ich kannte die Marke bisher auch nur durch meine beste Freundin, dass sie schon das ein oder andere Stück von denen hat. Und da fiel mir eine Kette auf, ja, die ich tatsächlich sehr schön fand. Die kommt hier einmal in diesem kleinen edlen Karton. Und zwar nennt die sich The Sacred Heart Garnet in Silver. Wie gesagt, es ist absolut lieblos, dass ich euch jetzt hier diesen kleinen Anhänger in die Kamera halte. Ich werde mir die Sache leicht machen und euch hier ein Bild der Kette einblenden. Im Prinzip ist es ein kleiner roter Stein in einer Fassung mit einem kleinen Kreuz dran. Und die fand ich eigentlich oder einfach so schön, ja, dass ich sehr lange auf sie gewartet habe. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich sie entdeckt hatte, war sie ausverkauft und es hieß, dass sie im Juni gerestockt werden soll. Jetzt haben wir Juni und ich habe die Kette endlich bei mir zu Hause. Ist fairerweise nicht ganz so schön wie die ursprüngliche Kette, die ich im Sinn hatte. Wobei, nein, das stimmt auch nicht, denn die ursprüngliche Kette hatte beispielsweise keinen roten Stein. Den roten Stein bei der Regal Rose Kette finde ich wunderschön. Also es ist einfach eine andere Kette und sie ist auf eine andere Art und Weise schön. Ja, jetzt muss ich sie nur noch tragen, denn Schmuck finde ich auch wieder an anderen wunderschön. Aber ich vergesse irgendwie immer, das zu tragen, beziehungsweise bin, glaube ich, gar nicht so der Schmuckmensch, obwohl ich mir das eigentlich nicht eingestehen möchte, da ich Schmuck eigentlich schön finde und ihn auch gerne tragen würde. Es ist kompliziert mit uns, aber ich hoffe jetzt, wo ich die Kette zu Hause habe, dass ich sie auch tragen werde. So, ihr Lieben, wir wären einmal am Ende meines, ja, doch nicht ganz so kleinen Hauls angekommen. Also, als ich die Sachen so gesehen habe, dachte ich mir, ach, das ist eine schnelle Kiste, so viel ist es ja nicht. Aber jetzt saß ich doch schon eine halbe Stunde hier vor der Kamera, wobei fairerweise, ich habe heute auch sehr oft den Faden verloren. Also heute habe ich wirklich sehr viele Anläufe gebraucht, um irgendwie was aus mir rauszubekommen. Also ich schätze, heute ist einfach nicht mein Tag. Dabei ist heute mein erster offizieller Urlaubstag und eigentlich müsste ich tiefenentspannt sein. Aber irgendwie bin ich die ganze Zeit so in Hab-Acht-Stellung, da ich für meinen Urlaub sehr viel geplant habe, da wir sehr viel, sehr oft irgendwo hinfahren werden. Es sind nur schöne Sachen geplant, aber ja, das ist halt alles schön stressig. Und ich bin halt ein sehr entspannter Mensch und habe am liebsten, dass alles so easy peasy wie möglich ist. Aber ja, es sind ja schöne Sachen, von daher will ich mich auch gar nicht beschweren. Aber
Meine Lieben, wir wären am Ende des Hauls angekommen. Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich für euer Einschalten und ich würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Start, beziehungsweise ihr seid ja schon gestartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine richtig gute Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!